Moin Leute, hier ist euer hanseatischer Nomade. Ja, wo bin ich heute? Ein Moment, ich drehe mich mal um hier. Zack. Ja, ich bin hier heute in Travemünde. Das liegt in der Nähe von Lübeck an der Ostsee. Und ja, der Strand, ich muss sagen, hat schon jetzt von mir einen Pluspunkt erhalten. Und zwar deswegen, ich glaube, das ist der erste Strand, den ich in Deutschland gesehen habe, wo man keinen Eintritt zahlen muss. Ich komme ja aus Cuxhaven, da ist es üblich, dass man dann, keine Ahnung, jetzt sind das 3,50 Euro, muss man da Kurtaxe bezahlen. Und hier, na, ich drehe mich mal um, hier nirgends ein Kontrolleur. Und das ist schon mal echt genial, muss ich sagen. Ja, Leute, das Spiel hier, was die hier gerade spielen, das nennt sich Wikingerschach. Und ja, das ist üblich in Norddeutschland. Ich weiß nicht, ob man das unten auch spielt, aber das sieht man öfters hier an den Stränden. Ganz lustiges Spiel. Auch ein Trinkspiel, könnte man sagen. Herrlich. Sehr nett. Ja, da hinten seht ihr die Fähre. Ich glaube, die Fähre fährt jetzt rüber nach Dänemark, Schweden, auf jeden Fall nach Skandinavien. Und das habe ich noch eben kurz davor gelesen, dass hier der Skandinavien-Hafen sein soll. Oder zumindest von dort aus fahren die Skandinavien-Schiffe rüber. So. Ich habe jetzt die Boot gemacht bei Was haltet ihr von dem Strand? Könnt ihr ja gerne mal unten reinschreiben in die Kommentare. Interessant. Ist es warm drin? Schützt es? Ich weiß es nicht. Villa Mar. Ich würde mal hier runter gehen, mal darüber laufen. Also wirklich, nirgendwo muss man hier Geld bezahlen. Das fand ich schon ziemlich, ja, habe ich noch nie gesehen. Überall zahlt man sonst Kurtaxe. Könnte mich ja gerne eines Besseren belehren. Wunderschön. Oh. Herrlich. Oh. Ja, das Wasser sieht auf jeden Fall besser aus als in Cuxhaven. Es ist nicht komplett blau, aber auf jeden Fall kann man ein bisschen was erkennen. So, damit ihr einen Beweis habt. Sieht man jetzt wahrscheinlich nicht von meiner Kamera aus, aber da hinten
ja, da geht es eigentlich weiter mit den Stränden. Scharbeutz, Timmendorfer Strand, ich weiß gar nicht, wie die alle da heißen. Richtig toll, also muss ich auch nochmal wieder hingehen. Das ist ein kleinerer Strand, aber ich finde den auf jeden Fall, dafür, dass man nichts zahlen muss, schon mal echt cool und nett. Boah, sag mal! Flog mir fast ins Gesicht, ne? Heftig! Fast dasselbe, Alter. Heftig, ey! Also, ich muss aufpassen. Ja, musst du echt aufpassen. Das wäre mir fast ins Auge, ja. Schönen Tag wünsche ich dir, ne? Ciao! Ja. ja. Habt ihr das gerade mitbekommen? Ich weiß nicht, ob ich das aufgenommen habe. Aber ich dachte eben, jetzt fliegt mir hier eine riesige Möwe ins Gesicht. Unglaublich. Heftig, ey. Hat auch gerade geguckt, der da unten saß. Meine Güte nochmal. Ich guck mir gerade so die Möwen an. Machen auch ganz schön Action, muss ich sagen. Ja, Leute, ich habe mich geehrt. Man muss doch was zahlen, aber ist auf jeden Fall, ja, Strandnutzungsgebühr. Nur wer kontrolliert? Stehen hier welche? Ich glaube, ich bin dann doch schon wieder zu spät gekommen. Anscheinend. Naja. Gucken, wie lange das hier noch geht. Aha. Hey, wie du?
finde ich auch irgendwie sehr interessant. Da will ich aufpassen. Sag mal. Finde ich ehrlich gesagt unvernünftig von der Mutter, dass sie da mit ihrem kleinen Kind da sitzen muss. Verstehe ich nicht. Naja. Mal wieder hier hoch. Muss man gerade überlegen, ist das da hinten jetzt schon Mecklenburg-Vorpommern? Das gucke ich jetzt mal. Einen Moment. Ich habe kein Internet hier. Schade. Ja, kann ich nicht beantworten. Ich glaube, das ist hinten Mecklenburg-Vorpommern. Glaube ich. Ich glaube, das ist jetzt hier langsam das Ende. Ich schau da noch mal. Ich glaube, ja. Ich gehe da mal hin, ich will es noch mal sehen. Ja, so, ich glaube, ich bin jetzt tatsächlich ans Ende angekommen. Hier geht es nicht weiter, hier darf man nicht weitergehen. Das respektiere ich auch. Vielleicht sind da hinten noch Wege. Ich weiß es nicht. Ja, sieht so aus. Was soll's.
das soll es dann auch gewesen sein. Nehme ich nochmal auf. Ja, Leute, kleiner, aber feiner Strand. Tatsächlich muss man doch bezahlen, hätte mich auch gewundert. Aber dann, wo sind die Kontrolleure? Und ja, lasst mal einen Daumen da nach oben, kommentiert doch gerne mal mein Video und abonnieren nicht vergessen, ne? Bis dann!